Hallo. Ich bin in der Wüste und ihr seid's auch. Willkommen zurück zu Helix. Was ist das denn? Och nee, och meine Fresse, müssen die denn überall sein, diese scheiß Teufel-Dinger, ey. Ich kotze drüber im Strahl. Na, nicht zu mir kommen, da krieg ich Angst. Lauf, 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 lauf. Ich will nicht, dass wir das Ding am Rücken haben. Dann doch lieber das da unten, das sieht kleiner aus. Gut gemacht. Das Problem ist, an sich würde ich ja die Hütte ganz gerne hier untersuchen. Da ist irgendeine Art Portal drin oder so. Ach kommt, wir gehen weiter. Wir geben uns diesen Terror hier nicht, ey. Das ist zu viel, das ist zu heftig und überhaupt. Was ist das da? Was ist das? Will da jetzt hin? Oh. Da drüben. Hilfe. Komm schon. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Alles gut. Boah. Scheiß Riesen-Koloss-Biest, ey. Wieder Miststück. Die Biester in diesem Spiel sind alle so stark und ich bin so schwach und überhaupt. Aber wenigstens habe ich einen hübschen Hut. Und jetzt haben wir hier vielleicht auch mal einen kleinen Moment Ruhe. Bist du ein Monster? Ja, du bist eine Pflanze. Dieser Moment, wenn man eine Pflanze aus Monster erkennen tut. Gib das mal her. Was haben wir denn hier schon wieder für Gebäuderuinen? Ich hätte die alte Welt gerne einmal in Oh shit. Gesehen. Tu was, damit habe ich nicht gerechnet. Wieder so ein Wühlerbiest, ey. Wie viel Schaden die auch immer direkt machen, ey. Es regt mich auf. Ich hab Angst. Wo bist du? Komm her. Ich komme. Okay, Biest 1 ist erlegt. Biest 2 macht mir aber noch Sorgen. Bist du irgendwo verbuggt oder was ist los mit dir? Sehr gut. Bleib ruhig, wo du bist. Für uns ist das schön. Wir brauchen nämlich nichts weiter tun, als dich aufs Korn nehmen. Und da haben wir hier gleich wieder ein bisschen Erfahrung gut gemacht. Meine Güte. Aber man kann sich nicht beklagen, was die Erfahrung angeht. Davon kriegt man hier wirklich jede Menge. Als ob das hier alles Radio ist. Ich komm hier nicht rein, Freunde. Ich komm hier nicht rein.
Das Gebäude ist zu viel mit Autsch verbunden. Oh, da hinten, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir sind gleich da. Das sieht aus wie das Lager der Outlaws. Ist schon wieder so ein Sandteufel-Biest, ne? Okay, ich bin drüben. Vor dem Lager sollten wir ja diesen komischen Ray treffen. Mal sehen, was der von uns jetzt genau will. Komm sofort her, endlich mal Gegner, die ich problemlos bezwingen kann hier. Dankeschön. Hallo? Sind hier Biester, mit denen ich nichts zu schaffen haben will? Du zum Beispiel. Hier liegt ein Knochen einfach mal rum. Die beefen sich. Da drüben. Halt voll rein. Das Problem ist, ich habe hier... Au, ist ja gut. Hilfe. Du musst doch mal was tun, Mann. Manfred. Bist du eigentlich völlig behindert? Okay, einen habe ich. Nein, 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 ich sterbe. Nein. Och, Mann. Ich hasse das, dass die Biester alle immer so übermächtig sind. Ein Feuerstoß von denen und die haben mir über die Hälfte des Lebens schon wieder genommen. Wie viele Level muss ich denn aufsteigen, bis ich endlich mal was taugt? Als ob die mich hier wieder hingesetzt haben. LOL! Oh, das ist ein größeres Ding. Ach, das ist das Biest wieder. Wir sind hier. Ich dachte, wir wären schon oben bei den anderen. LOL. Boah, ich wäre fast umgekippt schon wieder. Erstmal volle Gönnung Heiltrank. Boah. Ganz ehrlich, Freunde, ganz ehrlich, dieses Spiel ist schon wirklich eine ziemliche Herausforderung. Ich kipp mir erstmal die ganzen Brühen hier rein, die ich gemacht habe. Als ob die so heftig stark sind, so viel hätte ich gar nicht essen müssen, was? Das habe ich nicht gewusst. Da habe ich die ja jetzt alle umsonst reingefuttert, ist ja auch mal nice. Als ob das jetzt schon wieder passiert ist. Ich bin schon wieder verbuggt. Was ist das?
Geil, klasse, jetzt dürfen wir weiterhin, bis irgendwo ein Gegner ist, der mich hitten kann. Weil ich aus dieser Scheiße nicht rauskomme. Was ist denn das für ein Drecksbug? Hab die Schnauze gestrichen, voll langsam, ganz ehrlich. Ständig liege ich tot rum und jetzt will mich auch noch sowas behindern? Wo kommt denn dieser Bug überhaupt her? Der war doch früher nicht da. Gibt's hier unten einen Gegner eventuell? Ja, toll, so ein übermächtiges Miststück. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Halt bloß die Fresse, ich hab die Schnauze voll. Hitte mich, hitte mich. Wie du willst. Okay, und jetzt hauen wir wieder ab und müssen wieder hochrennen. Ja, was mache ich denn? Ich bin doch wirklich überhaupt nicht mehr zu retten. Ich bin zu nichts nutze, Leute. Ich bin zu nichts nutze. Ich bin nichts nutz. So, von wo kommen wir denn überhaupt? Ich glaube, von hier hinten kommen wir. Ah, von hier kommen wir. Alles gut. So, jetzt ist das Problem, wie kriegen wir denn das Riesen-Mongo-Biest wieder vom Latz weg? Weil das will uns, das spüre ich, das will uns. Das will uns aber so richtig heftig, Freunde. Und solange es uns will, kommen wir hier nämlich auch nicht voran. Oh, geil. Lauf einfach. Wir wollen uns nicht mit dem beefen. Wir wollen hier einfach nur lebendig weg. Was gar nicht so einfach ist, wenn man bedenkt, wie viele Biester hier überall rum existieren. Als ob die uns jetzt auch... Nö, nö. Okay, hab's doch noch geschafft. Wäre ich jetzt hier runtergefallen, ich hätte so gekotzt. Ich will doch nur leben. Ich glaube, wir sind es erstmal losgeworden. Wir gehen jetzt hier. Och, nee. Nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Ja, geil. Schön, dass die Attacke nicht funktioniert hat. Herz allerliebst, Sieglinde. Herz allerliebst. Als ob da unten noch mehr davon sind. Ich muss auf das Auto. Ja, geil. Mach was. Nicht auf mich. Okay, einen habe ich. Oh, im Sprung noch gekriegt. Hau drauf, immer schön drauf. Oh, meine Güte. Warum zur Hölle ist hier alles so heftig? Okay, was ist das für ein altes Schüsselding hier? Kriegt man damit auch die Privatsender rein? Ich helfe dir. Also... Ob
Geh doch bitte weg. Wie du willst. Ich mag das Ding nicht. Erledigt. Nee, manchmal ist es schon wirklich nicht einfach, in diesem Spiel zu überleben. Ist wirklich eine extrem heftigst brutale Welt hier. Da muss man in jeder Sekunde und jedem Augenblick versuchen, sein Bestes zu geben, sonst erlebt man den Abend nicht. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Merke ich. Reizvoller Gedanke. Was habe ich noch zu futtern? Konservendosen habe ich hier noch massenhaft. Starker Schnaps. Unverkäuflich. Missionsgegenstand, habe ich mir fast gedacht. Na, ich fress mal ein bisschen was davon. Wer hat sich denn da selbst in die Luft gejagt? Das war die Rat... Oh! Verdammt, ich habe zu spät gesehen, dass hier eine ist. Ich hoffe, Minen auszulösen und das auch noch zu überleben. Nee. Das wollte ich eigentlich auch weniger. Wo ist denn die fucking Mine da? Okay, jetzt scheint es aber erstmal sauber zu sein hier. So, was haben wir denn hier? Geldbündel. Zackenspeer erhalten, okay. Und dafür bin ich jetzt hergekommen, ja? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, wir sind schon ganz in der Nähe, Freunde. Ich würde aber gerne um diesen Wüstenteufel einen ganz riesigen Bogen machen wollen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Level? Als ob wir noch so viel Erfahrung brauchen für ein Level-Up. Naja, gut. Gehen wir mal hier außen rum. Fressen uns das Fleisch rein, dumm. Oh, ein Gegner, den wir bezwingen können, mal wieder. Ein Kampf. Welch seltene Ehre, einen Gegner bezwingen zu können, ohne Probleme dabei zu haben. Rohes Fleisch, lecker. Weiße Punkte gegen roten Punkt. Steck die Waffe weg. Alles gut, alles gut. Du weißt, was gut für dich ist. Ihr habt lustige Rüstungen. Ich behalte dich im Auge. Wir beschützen unsere Waren mit unserem Leben. Bedrohlicher Ort. Allerdings bist du ein komischer Händlertyp, weil dann würde ich gerne handeln wollen. Hallo. Hallo, Fremder. Hi. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. So. Oh, das sieht ja wirklich interessant aus hier. Kann ich nur gerade nicht benutzen. Handgranaten. Die hätte ich gerne allesamt, oder? Das sage ich euch. Aber ansonsten habt ihr jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Na gut, die Holzpfeile, die könnte ich noch gebrauchen. Was habe ich denn zu verkaufen hier speziell in dem Gebiet? Die Hochleistungssuppe, Gesundheit plus 50, das klingt echt gut. Nimm mal die Schnäpse hier und die Brause kannst du auch haben. Wasser bringt mir auch nicht so sehr viel. Heiltrank, hier haben wir Mana-Tränke. Das sind alles die Pflanzen schon wieder. So, jetzt wird's interessant. Hier haben wir Fangbeine, hier haben wir Hornplatten. Stacheln haben wir. Federn, Krallen ohne Ende, Zähne,
Knochen. So, das Klebeband weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen können. Das Erz bestimmt nicht, hä? Die Flugblätter hier, verstaubter Zettel. Hammer im Fahr, unbrauchbare Rohrzangen, Spielzeug, Geldbündel haben wir hier ganz, ganz viele. Zigaretten ohne Ende. Das sind alles Anleitungen, die will ich ja eigentlich behalten. Zackensperre kannst du von mir aus haben. Die normalen Sperre auch. Okay, dann danke ich dir soweit erstmal. Die Handgranaten, die will ich eigentlich sofort ausrüsten. Wo sind die denn? Sind die hier? Nee. Wo sind die denn? Hier, Handgranaten. Auf die 3, bitte. Brauche ich unbedingt. So weit, so gut. Da haben wir erstmal ein paar Handgranaten, um uns gegen übermächtige Feinde zur Wehr zu setzen. Das ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Das ist eine gute Sache. Können wir gebrauchen. Und ich glaube, hier sind wir jetzt auch gleich erstmal in Sicherheit. Zumindest würde ich das vermuten, weil hier ist ja jetzt schon Lager Rhitis oder was. Wo steht denn der Typ rum? Der sollte hier auf der nächsten Insel eigentlich auf uns warten. Alles klar, da weiß ich erstmal Bescheid. Und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut!